Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Pizzacraft spielen. Das ist angelehnt an Minecraft. Erkennt man auf jeden Fall auch an der Grafik. Das Ziel ist es, glaube ich, eine Pizzeria zu betreiben. Das heißt, Pizza zuzubereiten und auch zu verkaufen. Wir starten das Spiel einfach mal. Noch habe ich keine Musik. Oh, wir können uns erstmal einen Skim aussuchen. Ich nehme auf jeden Fall das Mädel. Diesmal ist es nicht das Adidas Girl, aber so ähnlich. Okay. Da nehme ich mal das Baby Horse, also das Fohlen. Und wenn jetzt hier wirklich keine Musik mehr kommt, dann machen wir mal unsere eigene Musik drunter. Oh, hier können wir mit dem Pferd lang gehen. Und auch in die Pizzeria, hoffentlich. Oder das Pferd zu groß? Die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin gar nicht das Pferd. Ich bin ja hier die Spielerin. Jetzt aber in die Pizzeria rein. So. Was kann ich hier machen, ist die Frage. Aha, ich kann die Pizza drehen. Und jetzt lädt sich ein Menü. Ha, hier kann ich die Pizza jetzt auch endlich zubereiten. Oh, oh, die Zeit läuft. Ich brauche als allererstes mal Teig. Tomatensoße. Und das Pizzablech. Und die Pizza tue ich dann in den Backofen. Warte eine gewisse Zeit. Und die geben wir jetzt zu unserem Kunden. Wollte der gar keinen Käse drauf haben? Käse ist doch das Allerbeste. Jetzt geht es wieder weiter mit dem Teig. Dann können wir den Teig dahin tun. Dann gibt es noch einen Mülleimer, da können wir Sachen reinwerfen, wenn wir die nicht brauchen. Oh, warum habe ich denn jetzt meinen Teig im Müll geworfen? Okay, und der will anscheinend auch nur eine Pizza mit Teig. Was ja echt ganz schön komisch ist. Ah nein, nein, nein. Nicht das da. So, die jetzt im Backofen. Ich hoffe, ich mache hier alles richtig. Das ist irgendwie alles so klein. Der soll mal da aus der Ecke rauskommen. Nächste Bestellung aufnehmen. Okay, der möchte das gleiche haben. Mal, da soll das in den Backofen reintun. Ist er jetzt in den Backofen reingegangen? Also ist schon ein bisschen, geht schon in die Richtung Trash-Spiel, glaube ich. So, die Pizza ist jetzt fertig. Und die kann ich jetzt da hinbringen. Dachte ich zumindest. So. Dann kommt jetzt die nächste Pizza endlich. Wie, wo ist denn jetzt mein Pizza-Auftrag hin? Oh Mann!
höre ich auf jeden Fall ein bisschen Musik und auch Sounds. Aber trotzdem. Es ist ziemlich eintönig, muss ich sagen. Wir machen hier schon mal die nächste Pizza. Ich dachte, man kann die Sachen hier ablegen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ist da gerade was explodiert? Habe ich da eine verbrannte Pizza in der Hand? Oh nein, wie kann ich denn jetzt die Sachen ablegen? Oh, das Spiel ist ja echt furchtbar. Ja, dann kriegt der eine Kunde jetzt eine... Einer kriegt eine rohe und der andere kriegt eine verbrannte Pizza. Kann ich die hier echt nicht abgeben? Okay, ich finde das Spiel echt mega schwierig. Jetzt ist meine ganze Kundschaft weg. Und alle wollen wieder Pizza. Ich muss alle Bestellungen neu machen. Vielleicht war auch die Zeit abgelaufen. Aber, also, nicht meins unbedingt. Vielleicht kennt ihr das Spiel, habt ihr es schon mal gespielt. Gebt mir gerne mal ein paar Tipps und Tricks, wie man das hier bestmöglich schafft. Ich schaff's auf jeden Fall nicht. Geh mal wieder raus aus der Pizzeria. Bin ich jetzt auf dem Dach gelandet? Hier runterjumpen, was passiert dann? Gar nichts. Okay, also so viel zu Pizzacraft. Der Minecraft Pizzeria. Ein sehr komisches Spiel, wie ich finde. Wo ist der Eingang hier von der Pizzeria? Wo ist eigentlich mein Pferd? Habe ich wahrscheinlich zwischenzeitlich verloren. Oh, und diese Steuerung ist ja auch... Ah! Mega komisch. Sehr empfindlich. Da ist mein Pferd. Und hier ist die Pizzeria. Wo es aber auch Burger gibt. Ich habe aber nur Pizza gemacht. So viel dazu jetzt. Pizzacraft. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.